Der liebe Warlin heißt euch recht herzlich willkommen zu diesem kleinen Promo-Video der Entertain Brothers. Wie ihr seht, haben wir hier einen neuen Banner, hier das Logo mit unseren zwei Fratzen drauf, hier das Totenköpfchen als Logo. Und ja, alles bisschen anders, alles bisschen neu, alles bisschen frischer wie zuvor. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, hier war ja einmal dieser Grafikfehler, diese falsche Darstellung unseres, da war glaube ich auch unser Gesicht drin oder sowas. So, hier auf jeden Fall neues Wallpaper, das haben wir den Jungs von Quest Zone zu verdanken und deshalb mache ich hier für sie dieses kleine Promo-Videochen. Ich habe schon mit Killer eins zusammen gemacht, nur da ist die Aufnahme leider in den Arsch gegangen. Ich kann gar nicht so genau sagen, wie das passieren konnte, sobald ich den verdammten Video-File in Magix reinziehe. Es klingt alles verkraxt, aber im Media Player klingt alles normal, also ich kann es mir nicht erklären, deswegen, bevor ich... mein Puls auf 180 steigt, mache ich jetzt einfach schnell ein neues Video und verwende eben dieses hier. Also Killer, falls du das hier siehst, deshalb hier das neue Video. Also erstmal hier der Banner an sich von den Jungs selbst, sieht auch sehr schön aus, gefällt mir hier diese verkratzte Used Look über diesen Quest Zone Schriftzug drüber gemacht, also sehr schöne Schrift, vor allem auch Ding mit diesem Holz hier seitlich verbrannt anscheinend oder so, würde ich mal so behaupten. Auch hier das Logo, QZ, Quest Zone, wirklich eine hervorragende Sache. So, was machen die Jungs eigentlich? Schauen wir mal kurz hier in Info rein. Ich lese es einfach mal kurz vor. Beschreibung. Wir sind Quest Zone. Wir sind ein Haufen Freunde, die zusammen eine Vorstellung hatten. Ihr hattet diese Vorstellung. Ich hoffe, ihr habt diese Vorstellung immer noch und glaubt immer noch an euren Kanal, beziehungsweise hier erstmal Facebook. Seite. Einen Platz, wo sich sämtliche Gamer, Nerds oder einfach technisch begeisterten Menschen wohlfühlen können. Aus diversen Gründen sind wir zurzeit noch nicht in der Lage, unseren YouTube-Account oder unsere Website zu öffnen. Deshalb werden wir diese Facebook-Seite für ein halbes Jahr als Plattform nutzen. Was finde ich hier auf dieser Facebook-Seite? Auf dieser Facebook-Seite wird es Reviews, Meinungen, Tipps und Tricks, Diskussionen, Umfragen und vieles mehr geben. Da wir hier lediglich unsere eigene Meinung repräsentieren können, werden wir nicht alle zu 100% damit einverstanden sein, was aber auch nicht unser Ziel ist. Unser Ziel ist es, euch unsere Meinung zu sagen und euch eventuell damit zu helfen oder dazu anzuregen, selber neu über eure Meinung nachzudenken. Konstruktive Kritik ist gut. Wer seine Meinung in einem klaren und ruhigen Ton äußern möchte, also bitte nicht anschreien, die lieben Jungs hier, ist hier genau richtig. Das ist es, was wir wollen. Wir tolerieren keinerlei Beleidigung, Flames etc. Sämtlicher Inhalt in dieser Richtung wird gelöscht. Insgesamt hoffen wir auf ein gutes Zusammenarbeiten mit euch, unserer Community und uns. So, ist eine sehr feine Sache, sehr schöner Infotext. Und ja, hier haben wir schon hier erste Posts. Twitch Broadcasting is coming soon für die Xbox One. Also dieser Twitch... diese Twitch-Funktion, die Twitch-Application wird es wahrscheinlich im Xbox One-Menü dann schon standardmäßig geben, dass man es einfach per Xbox dann ein bisschen Twitch gucken kann. Hier zum Beispiel, das habe ich mir durchgelesen, das werde ich jetzt hier natürlich nicht vorlesen, aber das ist echt ein wundervolles Review zu GTA 5. Da stehen wirklich sehr viele Details und Einzelheiten drin. Gut, GTA 5 ist jetzt schon ein bisschen in die Tage gekommen, aber wen es interessiert, kann mal gerne reinschauen. Ah, hier haben die schon 6 Likes abgefarmt. Ich habe es persönlich hier schon geliked, die Seite. Und ja... insgesamt haben wir 14 Daumen hoch auf diese Seite. Ich habe schon hier auf Gefällt mir gedrückt. Könnt ihr auch gerne machen. Und wie gesagt, ihr habt es ja schon in der Info mithören können oder habt es auch selber gelesen. Es wird auch dann bald eine YouTube-Plattform geben. Da wird es dann wahrscheinlich dann eher diese Reviews in Videoform kommen. Hier dann eher in Text- und Bildform. Wobei natürlich Facebook auch die Möglichkeit bietet, mal ein Video hochzuladen. Also seid gespannt, schaut mal rein, wie sich die Jungs entwickeln. Ist auf jeden Fall, sieht sehr interessant aus. Und ja, ich würde sagen, das Promo, ja, wäre an dieser Stelle dann soweit beendet. Ich bedanke mich an euch auf jeden Fall. Also wir bedanken uns, Killer natürlich auch, für dieses schöne Banner mit diesem Totenkopf-Logo. Ist eine sehr schöne Sache geworden und ja, ich werde es hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter verfolgen, wie ihr euch so entwickelt. Und ab und zu mal vorbeischauen. Gut, okay. Genug gelabert. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.